Miro Muheim ist für mich zu schlecht, jedenfalls in der Defensive. Seine Vorwärtsbewegung ist allen Ehren wert, aber es geht nun mal auch ums Verteidigen und das lässt er ja ganz schön schleifen. Und gerade bei der Ballkontrolle ist noch sehr viel Luft nach oben bei ihm. Derzeit ist er ja sowieso verletzt und oh Wunder, der HSV hat ja keinen anderen Linksverteidiger im Kader. Ja, Haier ist so eine Matriciani-Lösung wie bei Schalke, wird immer überall eingesetzt, wo eben Not am Mann ist. Auf der rechten Seite mit Van der Bremt und Mikkel Bronsist sind wir super aufgestellt eigentlich, aber auf der Linksverteidigerposition, ja, da fehlt eben noch ein Noah Katterbach, aber der ist ja so schwer verletzt, dass er wahrscheinlich erst nächste Saison eben spielen kann und dann wird er auch zu unserem HSV wechseln, also da ist 100.000%ig schon für mich klar, dass dieser Deal eben ja, in trockenen Tüchern ist. Deswegen brauchen wir aber für jetzt eine sofortige Verstärkung und da habe ich einen sehr erfahrenen Linksverteidiger, der derzeit vereinslos ist, das heißt, wir würden gar keine Ablöse bezahlen, er würde wahrscheinlich nicht mal so viel Gehalt fordern und er hat auf jeden Fall sehr, sehr lange Bundesliga gespielt, also seid gespannt. Zuallererst muss ich aber auch noch sagen, das soll jetzt kein Haut-drauf-Video werden zu Miro Muheim. Er ist halt für mich einfach defensiv zu schlecht, hat für mich kein Bundesliga-Niveau, wohin wir auch wollen. Und auf der Linksverteidigerposition sind wir eh nicht breit genug aufgestellt, wie die Verletzung uns jetzt eben gezeigt hat. Und deswegen brauchen wir eine sofortige Lösung und ich bediene mich beim Ex-Herthaner Marvin Plattenhardt. Der 31-jährige Linksverteidiger ist ja noch vereinslos, hat die Hertha ja im Sommer verlassen. Hertha wollte mit ihm nicht verlängern und somit ist er vereinslos. Und für mich, ich verstehe das nicht, wieso ein Spieler noch überhaupt vereinslos sein kann. Denn für mich war immer Marvin Plattenhardt einer der Besten noch bei der Hertha. Klar, natürlich hat er auch schlechte Auftritte gehabt, aber gerade seine Flanken, seine Freistöße, die waren brandgefährlich und die können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Auch seine defensive Ausrichtung fand ich sehr ansprechender als eben Miro Muheims offensive Außenbahnspielerei jedes Mal. Und damit haben wir eben einfach einen 31-jährigen früheren Kapitän, also auch einen Führungsspieler in unseren Reihen mehr. Also für mich würde dieser Deal einfach nur Sinn ergeben. Mit 31 Jahren ist er zudem noch, ja, eigentlich gar nicht alt. Er kann noch 3-4 Jahre locker eben spielen. Für die zweite Liga ist er, ja, viel zu gut eigentlich. In der ersten Liga kann er eben auch spielen. Das heißt, auf der Linksverteidigerposition, falls wir aufsteigen würden, bräuchten wir eigentlich keinen so richtigen Ersatz. Natürlich, Noah Katterbach würde ich immer noch mit Kusshand nehmen, aber dann hätten wir da auf jeden Fall einen richtig geilen Konkurrenzkampf mit Marvin Plattenhardt. Außerdem kann er die jüngeren Spieler eben heranführen mit seiner Erfahrung. Der hat lange, lange Bundesliga gespielt, kann flanken, kann passen, hat eine super Ballkontrolle. Also ihr seht wirklich, ich bin wirklich ein sehr großer Fan von Marvin Plattenhardt. Ich kann es nicht verstehen, wie der vom Hof gejagt worden ist. Ich ziehe da so den Vergleich wie damals, wo der HSV auch abgestiegen ist und wir Dennis Diekmeyer ja die Schuld zugeschoben haben. Ich fand den immer eigentlich sehr gut, nur halt Dennis Diekmeyers Hamburger Zeit war eben nicht so von Erfolg geprägt, aber trotzdem, der hat sich auch immer reingeschmissen, ist die rechte Außenbahn hin und her gerannt, war eben zu schnell für unsere anderen Hamburger Spielern, ja. Und deswegen lasst uns einfach diesen Fehler ausnutzen, den die Hertha für mich eben gemacht hat, weil Marvin Plattenhardt ist wirklich ein super Profi. Da habe ich auch nie was gehört mit, oh, Unruhe in der Kabine wegen ihm oder sonst was. Nein, das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Deswegen nur eine Win-Win-Situation, wenn wir den ablösefrei holen. Er wäre eine sofortige Hilfe, natürlich vielleicht nicht für Düsseldorf jetzt schon, sondern erst fürs nächste Spiel. Aber er wäre mit seinen Qualitäten auf jeden Fall ein Mann, den der HSV braucht, um endlich zurückzukommen in die erste Bundesliga. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von Marvin Plattenhardt? Denkt ihr, wir brauchen noch einen Linksverteidiger? Oder sagt ihr, ah, das eine Jahr, das warten wir noch auf Noah Katterbach und Miro Muheim ist so lange noch genug oder eben Haier jetzt, der ihn ersetzen wird in der Partie gegen Düsseldorf. Ich bin gespannt, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, ciao.